Ich habe das nie gesagt, dass ich Musiker werde. Ich habe das einfach gemacht. Und am Anfang wurde ich nicht so richtig ernst genommen. Also man hat mir so, ich habe meiner Mutter mal was vorgespielt und die dachte, der Kassettenrekorder wäre kaputt, weil ich wollte früher so klingen wie Buju Banton. Ich habe so voll hart gesungen und so. Und ist da alles okay mit dem Kassettenrekorder und so? Es war sehr verzerrt auch. Ich so, nee, das soll so und so. Ja, ihr habt alle keine Ahnung. Und dann so, ja, und dann habe ich dann Abschluss gemacht und dann war das so, dass ich ja da schon eine EP draußen hatte, schon während der Schulzeit. Habe ich ja schon getourt, jetzt auch mit so Black Eyed Peas und so. Da war ich noch in der Schule oder Lauryn Hill dann. Und dann, das haben die aber alles nicht mitbekommen. Und eines Tages war sie dann in Paris und ich habe hier Solidays gespielt, so ein ziemlich großes Festival. Und sie war zufällig da und dann habe ich sie eingeladen und dann hat sie das erste Mal so dieses Ausmaß gesehen und war dann so okay, krass, weil sie dachte halt, ja, ich gebe dem jetzt mal 2 Jahre, so, da kann er sich ein bisschen austoben, aber dann soll der bitte auf die Uni gehen oder so, ne?